Ja. Kommen wir doch zum Schluss einfach nochmal zu der Frage, die wir anfangs uns gestellt haben, nämlich versuchen wir uns jetzt auf Flaubert einzukreisen. Wie kann Flaubert das jetzt ungefähr gemeint haben, im Prinzip jetzt mit dem Freundschaftsbegriff, zu dem Zeitpunkt, an dem diese Geschichte spielt, also ungefähr um 1840, geschichtlich natürlich extrem katastrophal gesehen, und plötzlich schreibt jemand in einem Buch, relativ banal und unromantisch, über eine doch relativ romantische Freundschaftsbeziehung zweier Männer, die eigentlich dem Idealbild irgendwie gleicht. Was wäre deiner Meinung nach? Mir schwebt das Verhältnis zwischen Diderot und D'Alembert. Ne? Das sind ja zwei Enzyklopädisten. Mhm. Diderot sozusagen ein Mann von Welt und Aufklärer ersten Ranges, mhm, und D'Alembert Mathematiker. Ne? Ja. Aber das hat mit der Freundschaft zwischen beiden nicht so geklappt. Mhm. Mhm. Am Anfang schon, Enzyklopädie und sowas, die wurde übrigens auch in dieser Zeit in Galle veröffentlicht und dann wieder verboten, mhm, durch die Kirche und durch die Jesuiten auch, glaube ich, waren auch beteiligt. Also er muss in seiner Gesellschaft, was sich bewegt hat, viele Beispiele erlebt haben, wie Freundschaften entstehen und sich entwickeln und scheitern oder auch nicht. Ne? Und alles in diesem Kontext der Aufklärung, des Fortschrittsglaubens und so. Und er hatte ein scharfes Auge für die Realität. Mhm. Also nicht für einen Freundschaftsbegriff abstrakt da oben, sondern ganz konkret diese Freundschaft hier, diese Freunde, nicht Freundschaft, nicht etwas Abstraktes an Begriff, sondern diese zwei Freunde. Mhm. Was hat sich da abgespielt? Ich glaube, das ist eigentlich seine fast philosophische Einstellung. Ich rede nicht über abstrakte Begriffe, auch an Schrift über Schrift, sondern ich beschreibe konkrete Gestalten, Phänomene. Ich beschreibe das, was da ist. Ja, quasi. Wie ein Phänomenologe. Ne? Mhm. Er beschreibt und schärft das Auge für das Phänomen des Freundeseins, das von zwei Freunden, die auch in einem größeren Zusammenhang leben. Mhm. Nicht? Also sei es beruflich oder später auch in ihrem Hof da. Oder in der Geschichte, die es umgibt eigentlich. Genau, genau. Ungeachtet parallel im Untergrund quasi bietet. Auch das Politische, weil das kommt ja immer im Hintergrund, im ganzen Buch. Ne? Also wenn der Adlige zum Beispiel sagt, er muss schnell nach Paris wegen Geschäfte, gestattet Geschäfte in Paris und so. Also man merkt ständig, es ist ein Subtext bei Flaubert, auch mit den Bediensteten und mit dem Priester und so, mit der Kirche, die leben alle in diesem kleinen Dorf. Also sozusagen eine Mini-France, ne? Mini-Organismus. Mini-Organismus, Frankreich, eine Miniatur, die er da wiedergibt. Also auch wieder nicht abstrakt, was ist Frankreich oder so, sondern ganz konkret in diesem Dorf mit diesen Menschen, wie spielt sich das ab? Also ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe des Schriftstellers, also wie Flaubert das verwirklicht. Ne? Und mit derselben Strenge, die er auch eigentlich gesagt hat, es gibt ja diesen Begriff des mot juste, also des rechten Wortes. Genau. Es ist witzig, weil dann wieder auch so ein Ideal eingeführt wird, nämlich das richtige Wort so adäquat anzuwenden, wie es vielleicht tatsächlich vielleicht so banal oder realistisch scheinhaufen anfallen könnte. Genau, das ist auch genau, wenn du die Dialoge siehst, das sind immer alle exakte Dialoge. Nicht? Das ist auch die nicht alle Erwiderungen und so weiter. Das sind alles in Französisch wunderbar, also poliert und exakt. Es gibt kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Ja. Manchmal fasst es zusammen eine ganze philosophische Diskussion in eine halbe Seite. Mhm. Das kann, glaube ich, in Buch 7, in Kapitel 7 oder 8, wo es um die Philosophie geht, oder auch Theologie. Also unglaubliche, also ganze riesige Bibliotheken werden von ihm auf den Punkt gebracht in kurzen Sätzen. Eigentlich nur durch den Namen. Sie haben dieses Buch gelesen von den Autoren und so weiter. Genau, und im Endeffekt ist es dann die halbe Seite. Die und das ist ein toller Schriftsteller. Also man sollte von ihm nicht einen philosophischen Traktat erwarten. Das ist ja nicht seine Aufgabe. Und ich glaube nicht, dass ihn das zum Thema Freundschaft auch, dieses Gespräch, was wir gerade geführt haben, ihm so präsent war. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Mhm. Dass,
dass er das, also eher die Gestalten seiner Zeit. Ne? Das heißt, im Endeffekt wäre dann, wenn ich dich jetzt zitieren darf an dieser Stelle, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn du sagst, Phänomenologie oder Freundschaft sollte eigentlich eher als phänomenologisch behandelt werden, also betrachtet werden, wäre das dann Flauberts Gegenentwurf zu dem ganzen idealistischen, romantischen Begriff des Freundes? Könnte man das sagen, dass das vielleicht so eine Art Lösungsvorschlag wäre? Oder vielleicht so eine These wäre, die man aufstellen könnte? Vorwegnehmend in der Kunst den Expressionismus. Vorwegnehmend. Der Expressionismus kommt ja Ende des 1900s, Anfang des 1900s. Würde ich fast sagen, also es ist genauso wie die Expressionisten bestimmte Gestalten übertreiben, nicht? Oder sowas. Genauso tut der Schriftsteller jetzt. Und dadurch lässt ein Phänomen hervorheben, das sich sonst hinter den schönen Schein verbirgt und nicht zum Vorschein kommt. Also man idealisiert bestimmte Dinge. Und das ist ja genau nicht der Punkt. Also die Kunst sollte genau das, was hinter dem Idealismus verbirgt, ne, die Freundschaft und sowas, und hat dann schöne, kitschige Überlegungen über Freundschaft und so. Und bei ihm ist das ganz konkret, das zeigt ja an einem konkreten Phänomen, wie sich das so abspielt, mit allen möglichen Details. Ja. Ne? Ja. Aber das ist, wie gesagt, als Schriftsteller. Als Philosoph müsste man natürlich anders damit umgehen, also mit demselben Thema. Und ich glaube, das ist, was Derrida macht. Ne? Der konstruiert den idealistischen Begriff der Freundschaft und zeigt da die ganzen Spannungen in der ganzen Tradition von Aristoteles bis, bis zu ihm selbst. Ne? Das Prinzip der Freundschaft wäre laut Derrida ja so ein Spannungsfeld, dass es schon zum Zerreißen dünn wird im Endeffekt. Genau. Wenn ich sage Freundschaft, ist es so brüchiger Boden. Genau. Eigentlich bräuchte man einen anderen Begriff dafür oder ja, es ist sehr verbraucht. Und ich glaube, das ist auch durch die unsere Zeit, durch die neuen Medien, also die sozialen Netzwerke, noch mehr verwässert. Wahrscheinlich wäre es besser, man redet gar nicht mehr darüber. Oder man sucht andere Begrifflichkeit, weil es eben zu einem Gegenstand des Marktes geworden ist. Man vermarktet sich als Freund oder man zählt oder sowas. Ja, und dadurch ist es weg. Ne? Also, aber diese Art von Freundschaftsvermarktung gab es ja, wie wir festgestellt haben, eigentlich auch grundsätzlich immer. Also jede Gelegenheit bot sich damit, Freundschaften, also momentan Geschäfte zu machen. Zu machen. Wenn es mir gut geht, mache ich das gerne. Genau. Nur das ist jetzt global und es ist allanwesend. Unglaublicher. Massiv ist. Ne? Und wie man sieht, man kann sehr gute Geschäfte mit dem Thema Freundschaft machen. Milliarden. Ne? Also dadurch ist das Phänomen, da weiß man weg. Ne? Also vielleicht ist das, was wir tun, ein Versuch, das könnte man so deuten, dem etwas entgegenzusetzen, um diesen Freundschaftsbegriff aus diesem Zugriff der Vermarktung und so weiter rauszunehmen und sagen, es ist eigentlich ist was anderes. Okay. Stimmt. Und jetzt nochmal zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine Phänomenologie der Freundschaft aufmache und behaupte gegenüber des Idealismus oder der geführten Freundschaft, die verwässert scheint, könnte ich auch wiederum sagen, wenn ich jetzt die Natur schützen möchte und habe dann die Wissenschaft und die Wissenschaft soll funktionieren, aber anders, also nicht destruktiv, nicht versklavend, könnte ich dann sagen, vielleicht ist der Dilettantismus die bessere Art der Wissenschaft, weil sie nämlich ebenfalls unintentional funktioniert und deswegen freier gestaltet werden kann. Dilettare, Diletto, das hat ja so mit das Italienisch, ne, also mit Liebe zu tun. Wenn man das so auffasst, der Dilettant ist eigentlich derjenige, der sich in etwas verliebt, aber eigentlich ist er nicht so ganz ein Fachmann oder eine Fachfrau. Also so wie Huber und Pécuchet ist. Genau. Das sind Dilettanten. Dilettanten, die lieben etwas, sagen sie ja auch, aber eigentlich fehlt denen die ganze Grundlage. Nicht?
Ja, ich meine, man könnte sagen, wir leben in einer sehr dilettantischen Gesellschaft, weil jeder glaubt, über alles reden zu können und man steht ja alles im Netz. Ich habe es irgendwo gelesen, Survival Bubba und Picochet. Ja, man googeln. Google ist sozusagen ein ideales Werkzeug für alle möglichen Dilettanten, weil man sich über alles sehr schnell wie Bubba und Picochet erkundigen kann, in einer Enzyklopädie, ja, da und so. Und dann gibt man an, man versteht was davon. Mhm. Also dieses Angeberei des Wissens und so und des Gönnens wäre dann dilettantisch, also das heißt nicht fachmännisch, also wenn man das in Kontrapunkt setzen kann. Aber man kann auch sagen, es hat auch eine gewisse Berechtigung, weil die Alternative ist die Ahnungslosigkeit und die Ignoranz. Mhm. Ne? Also das heißt, durch dieses dilettantische Vorgehen holen Sie etwas rein in Ihrem Leben, was eigentlich bisher nur Eigentum eine gewisse Elite war, ne, oder der Experten. Also hat, man könnte das positiv sehen und sagen, ja, Gott sei Dank haben wir viele Dilettanten, weil dadurch viele Menschen erstmal auf die Idee kommen zu sagen, ich will das selber ausprobieren. Ja. Ne? Oder ich sage, ich verzichte auf das Copyright. Da auch die Frage, das Netz, ist das jetzt tatsächlich für alle da oder ist es inzwischen eigentlich schon so vermarktet, dass es eigentlich unmöglich erscheint? Genau. Und viele sich dann, und dann bist du ja dann wieder als Netzethiker dann wieder total im Metier, dass es ja darum geht. Und dann erwartet von den Netzethikern sozusagen eine Expertenlösung für die Probleme des Netzes. Also ich hab's so wem gehört das Wissen? Das wäre dann die Grundfrage. Oder überhaupt, wie soll ich sozusagen ein Fachwissen wie ein Chemiker oder ein Biologe zu diesem riesen Phänomen der Gesellschaft weltweit eine Lösung bieten. Ich kann nur Ansätze oder so fast dilettantisch vorgehen, weil sonst wäre Angeberei. Ja. Ne? Also ein Stück Dilettantismus, glaube ich, ist gut, nur der Ausmaß, ne? Und vor allem das Bewusstsein, dass man da und da, oder bis dahin ist das einigermaßen gesichert und ab da werde ich dilettantisch, es wechselt ja. Nicht? Und ich glaube, das ist es vielleicht, was einen guten Dilettantismus von einem schlechten unterscheidet. Okay. Dass man sagt, also das sage ich jetzt so ungeschützt, das und das, das habe ich da und da gelesen. Also die Ehrlichkeit zu sagen, ich gebe nicht an, das zu wissen. Stimmt, aber ich kann dann eigentlich viel, viel offensiver damit mein Nichtwissen umgehen oder mit meinem Wissen umgehen. Bin deswegen wenigstens noch ehrlich, als jetzt, als würde ich jetzt hochstapeln. Und es ist besser, ich sage was, als ich sage, ich halte mich ganz raus, ich bin Experte auf dem Gebiet. Ja. Also das wäre die klassische Unterteilung, das sind die Experten und hier sind die Laien. Dann würde man auch sagen, ich trenne auch als Experte zwischen politischen und wissenschaftlichen. Zum Beispiel, als Wissenschaftler gebe ich das Politische nicht. Und lasse ich mich dann von den Experten beherrschen. Das wäre ja diese Servitude volontaire. Ne? Genau, die Verklagung. Ich unterstelle mich, verklagt den Urteil der Experten. Ja. Nicht? Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, weil es eben letztlich keine absoluten Experten geben kann, wegen dieser Unvorhersehbarkeit der Dinge. Also jeder ist auf seine Weise ein bisschen dilettant. Mhm. Und die gefährlichsten sind diejenigen, die ganz oben sind als Experten und geben an, das und das mit Sicherheit sagen zu können, was sie eigentlich nicht können, weder in der Ökonomie noch in der Natur noch sonst was. Ja. Und sagen, das ist alles durch alle unsere Gremien und alle unsere geprüft worden und so. Institutionalisiert und autorisiert. Und, und dann ist eine Katastrophe. Ja. Also das ist umgekehrt zum Dilettantismus, das sind die Fachexperten, die eben sich vom hohen Ross sagen, das und das und so, sie wissen von nichts und zack. Also von daher ist Bubba und Picochet auch wieder ein Lehrstück in der Beziehung. Wie geht man dilettantisch mit Wissen um? Das ist ja die beiden. Irgendjemand hat ja gesagt, das Buch wäre ein Buch über die menschliche Dummheit. Naja, es sollte ja der Enzyklopädie der menschlichen Dummheit als Vorwort gereicht werden. Ja, die Dummheit, glaube ich, basiert darauf, dass man etwas angibt, was man eigentlich nicht kann. Ne? Zu wissen, was man eigentlich nicht kann. Und also das ist wirklich dumm, weil ich meine, warum soll ich etwas sagen, was eigentlich nicht sagen kann? Ich kann nur sagen, bis dahin, da und da, riskiere ich da was zu sagen, aber alles andere ist Dummheit. Und ich glaube, das ist genau diese Enzyklopädie der menschlichen Dummheit, genau das, das wird uns vorgeführt, wie plötzlich durch angebliches Wissen alles
schief läuft. Ja. Ne? Das ist dumm, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dann kommt die nächste Dummheit und so weiter, bis sie zum Schluss sogar umbringen wollen, mhm. weißt du, sich dann über Philosophie und so weiter sich unterhalten. Und dann geht es darum, das Problem des Selbstmordes, und dann beschließen, nachdem sie drei oder vier Philosophen gelesen haben, dass es eigentlich das Beste ist, sich selbst umzubringen. Mhm. Und das klappt wiederum nicht aus technischen Gründen. Ja. Ja. Also auch wieder menschliche Dummheit. Ne? Mhm. Genau. Ja, als Schutz. Genau. Ja, als Schutz. Als Schutz. Genau. Ja, und die Moral ist öfter genau das. Ne? Also eine Dummheit, die man als Dummheit in bestimmten Situationen nicht erkennt, weil man sie schützen will. Mhm. Aber ohne zu merken, das schützt uns jetzt nicht mehr. Wir müssen die Regeln ändern oder das Leben ändern, weil es sonst laufen wir offen Augen in die Katastrophe. Mhm. Sagen, ja, es ist alles sehr wohl begründet, ja schon, aber war wohl begründet für andere Situationen, aber jetzt ist es schlecht begründet. Ne? Ja. Deswegen hoffen wir darauf, dass es auch im Jahr 3000 noch sowas wie Bouvard und Picochet da noch gibt. Genau. So ungefähr. Genau. Und dass die Rampe das weiterführt jetzt ein Jahr lang. Na gut, okay. Hafe, vielen Dank für dein freundschaftliches Gespräch. Danke. Wenn unsere Freundschaft wird jetzt lange Zeit weiterentwickeln. Auch in der Absenz quasi im Endeffekt. Genau. Und wir bedanken uns natürlich für alle Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt hier beigewohnt haben. Und wir wünschen Ihnen eine spannende Auseinandersetzung dann im Atelier in der Theaterrampe. Wunderbar. Ja. Schön. So, also wir sind jetzt fertig.